Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Let's Corp. Ich gehe hier gerade mal wieder in den Waffenschrank und in der letzten Folge ist passiert, da haben wir ein nettes Gespräch mit Sergej gehabt. Und haben ihn den Und Kopf verdreht. der hat uns jetzt beauftragt, hier den komischen Big Boss zu verhören. Der will uns ja die Herzen rausreißen und da wollen wir jetzt hin und die Herzen rausreißen lassen. Ich habe Herzen Hunger auf Herz. rausreißen lassen? Ja, ich habe Hunger auf Herz. Du meinst eher, wir wollen den die Herzen rausreißen? Nee, der wird uns ja die Herzen Er muss von da Hast du sie gekommen sein. aufgetreten? Du kannst dir nicht einfach so Ach so, du hast hier schon einmarschieren. geschossen, ey. Ja, ich habe auch so eine Das haben die falsche Waffe gehört, genommen. ey. Ich habe die falsche Waffe genommen. Okay. Nee, nee, nee. Ihr Licht glaubt, ihr könnt aus. mich ablenken? Hab ihn ge. Keine Ahnung, wie mächtig Lesowski ist. Ach, Lesowski ist der Interessiert Boss. mich überhaupt nicht, wie mächtig der ist. Weil Und wie mächtig ich bin? wir werden ihnen das Handwerk legen, so oder so. Hast du eine Ahnung, wie mächtig die amerikanische Glaubt ihr, Regierung wir ist? gehen da rein und lassen uns Naja, das ist, abknallen? glaube ich, gar. Ist das eine Regierungsdings? Keine Ahnung, Wie ich gehöre zur amerikanischen clever, Regierung. Gandon. Wir sind Das wahrscheinlich die war's. Geheimagenten Das der war die amerikanischen Chance. Regierung. Ja, ihn. Die Wir lassen inoffiziellen. ihn raus. Okay. Zwei wunderschöne Schüsse in den Kopf. Vielleicht verfehlt der Blitz. Schießt nur hin, mein Bro. Ja, die sehen nichts, die schießen einfach auf gut Glück irgendwo hin. Ich gehe mal oben lang. Da kommt noch einer. Unten kommt auch Da einer. ist er! Wird unten erledigt. Ich darf unten weiter, macht Licht durch aus. Ja. Die Nummer sieht nicht. Ja, wie gesagt, mittlere Maustaste, dann kannst du richtig zielen. Ja, ich weiß. Das ist echt wesentlich besser. Von unten schießen sie hier hoch. Oh Gott, Aber ich habe ich sehe hier sie noch schlecht nicht. geschossen. Im Kampf! Du hast dich hier mit dem Falschen angelegt! Ich habe mich mit dem Falschen angelegt. Dabei kennen die mich doch gar nicht. Du bist so. Du wirst sterben! Hey, hältst du uns für so blöd? Ich werde dafür Irgendwie sorgen, schon. dass dich Ich die halte sie auch Leute für fressen! ziemlich blöd. Okay, hier unten ist Hilfe, sondern noch ein paar Noten. Ja, oben war auch nichts. Also, ich hab nichts mehr gesehen. Okay, hier kommt noch ein Ross jetzt. Entschuldige Wie mich mal kurz. dämlich hältst du mich? Da bist du ja. Okay. Geh du schon zu der Gowski, ich nehme die hier. Ich trete hier erstmal die Türen auf, weil man muss ja sicher gehen, dass hier nicht noch irgendwo Handlanger rumlungern. Okay. Ja, die Handlanger sind meist nicht so leise. Ja, meistens nicht. Aber man weiß ja nie. Ja, ist richtig. Ich meine, vielleicht lernen die auch mal aus ihren Fehlern. Was? Nee, tun sie nicht. Geht weiter. Irgendwie. Also, Ziel noch nicht erreicht. Aber wir sind zu weit. Oh. Nein. Sehr schlecht. Oh Mann. Okay. Wir müssen ja nach oben, stimmt. Wieder zurück. Ups. Machen wir noch ein bisschen Parkour, um fit zu bleiben. Ja. Dort mitnehmen oder gehen Liste wir mit wieder? Kontakten gesichert, erwarten Befehle. Die Polizei wird jeden Moment stürmen. Sie müssen jetzt gegen Lesowski vorgehen. Stoßen Sie ins angrenzende Lagerhaus vor, sichern Okay. Sie Lesowski und warten Sie auf weitere Befehle. Alles klar, Chef. Verstanden. Verstanden. Wir sind Sind, auf glaube dem ich, Weg. gleich da. Halte Position. Auf Teammitglied warten. Bin da. Da bist du ja. So, erstmal runter gucken. Links. Da hinten ist einer. Links ist keiner. Also zumindest keinen, den ich direkt sehen kann. Okay. Pass jetzt! Keiner legt sich mit Lesowski an! Boah. Das hat mich zerlegt. Eine Sekunde. Okay, das war ein bisschen Rambo-mäßig. Macht schnell! Er ist da drüben! Schiert! Granate! Willst du mich verarschen, Schmor? Ich hoffe nach rechts. Okay. Verdammt, bist jetzt vor
Ich kletter hier hoch. Oh, jetzt hat er die Waffen gewechselt, ey. Ich will die Waffe nicht haben. Shit! Oh, nee. Jetzt habe ich meine Pistole nicht mehr, oder? Jetzt bin ich aus dem Scheißhaus. Ey, was haben die hier mit den Dings gemacht? Mit den Frauen? Unter Drogen gesetzt anscheinend, ey. Vermutlich. Um sie gefügig zu machen oder so. Was denn der Ärsche? Null Respekt haben die jetzt von mir. Null. Ich meine. Nee. So macht man sich keine Freunde. Oh fuck. Was ist passiert? Ah, ich hab die Tür eingebrochen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Okay, hab ihn. Wo kommt der denn her? Keine Ahnung. Du bist erledigt, Mutsack! Du wirst sterben! Keine Ahnung, wie mächtig das ist! Komm, 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 lass das! So gut wie tot. Los, los, los! Ich komm dich hoch! Lesowski wird dir beim Sterben zusehen! Einer übrig! Genau, okay! Erledigen wir jetzt den anderen! Ihr könnt uns nicht entkommen! Hey, ich habe keine Zeit für sowas! Bewegung, dabei! Ich kann mich wieder beleben! Du bist bereit zu sterben? Wir werden euch Hilfe! Hilfe! Ruhe, ich mach das! Jetzt geht's. Hat jemand Zeit? Ja, hier lagen Waffen im Weg, ey. Ich hab erstmal die Waffe gewechselt und so. Ich dachte mir. Oh, jetzt haben sie mich. Den hast du gut ausgeschalten. Ich spiel mal weiterhin tot. Ja, Zeit zum Aufstellen, boah. Danke für alles. Okay. Wie sind denn das noch? Zwei? Eins? Ich soll wohl der Nächste sein, den du umlegst! Ja. Ich sehe ihn! Du ich glaube noch einen. Ja, rechts ist einer. Du kannst rauskommen! Ja, okay. Da. Lesowski ist hinter dieser Tür. Brechen wir sie zu zweit auf. Wollt ihr mich verscheißern? Wer ist der Schiedsrichter? Ich sehe nur einen. Da war noch ein bisschen mehr drin. Ja, ich denke eigentlich auch. Okay, los geht's. Okay, ich geh aus dem Weg. Hab hier Probleme mit einer Tür. War ja klar. Ja, ja. Blatsch! Geht mit uns. Ziel nicht töten. Wiederhole. Ziel nicht töten. Es wird ein Anruf aufs Telefon umgeleitet. Wenn es klingelt, lasst Lesowski drangehen. Ein Anruf? Zentrale bestätigen. Wer hat euch geschickt? Du telefonierst jetzt, ja. Los, geh endlich ran, Lesowski. Da will dich jemand sprechen. Kobin? Was zum Teufel? Wie hast du... Nein. Nein. Du blöder Scheißer, hörst mir zu. Ist mir egal, wer deine neuen Freunde sind. Sobald ich hier raus bin, werde ich dich finden. Und dann reiß ich dir den Arsch bis zum Hals auf. Hörst du? Mhm. Ich glaube nicht, Bro. Wollen doch mal sehen, ob du das auch hörst, du mieses Stück Scheiße. Immer ich. Herrlich dich. Genau, genau. Los! Lass die Waffe fallen, sag. Was ist passiert? Archer, Kestrel. Statusreport. Naja. Alles okay. Es gab Schwierigkeiten, aber jetzt alles okay. Das Team der St. Petersburger Polizei geht jetzt rein. Alle Missionsziele wurden erfüllt. Es gibt einen Lastenaufzug, der vom Keller zur Straße führt. Gehen Sie da raus. Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass die Polizei sich sieht. Kamate. Die wissen nicht, dass sie da los, sind. Okay, wo längst laufen wir? Lauf, 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 lauf. Glaubst du, ich hab ein Problem? Oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt bringen wir es zu Ende. Oh Gott. Bis hierhin und nicht weiter. No.
Ich hab's EMP gezogen, hat's geklappt. Verdächtiger gesehen. CMP? Hab ich nicht. Es gibt keinen Entkommen. Ruhe jetzt. Schalt ihn noch an. Alter, es ging nicht. Wie hast du kein EMP? Ich hatte keinen mehr. Wieso hattest du keinen mehr? Na, weil ich die davor gezogen hatte. Ach komm, unten brauchen wir die nicht. Nein. Nee, brauchen wir nicht. Ich lag am Boden. Wir brauchen ja, die. Du lagst am Boden, weswegen ich dann am Boden lag. Kestrel, Statusreport. Sie sind öffentlich, okay. Wir direkt ab. Es gab Schwierigkeiten, aber jetzt alles okay. Geht natürlich nicht. Das Team der St. Petersburger Polizei geht jetzt rein. Wieder rechts oder was? Ziele wurden erfüllt. Okay. Es gibt einen Lastenaufzug, der vom Keller zur Straße führt. Gehen Sie da raus. Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass die Polizei Sie sehen. Sie wissen, dass Sie aus dem Zweig gezogen haben wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, schickt verdächtig Scheiße. Sofort den Abschnitt durchsuchen. Verstanden. So. Das bringt doch nichts. Ich weiß, dass ihr da seid. Bringen wir es hinter uns. Wenn ich euch suchen muss. Verdächtiger Gesicht. Ja. Du kommst hier nicht leben. Bedrohung neutralisiert. Ich hoffe nur, dass du sie nicht tötest. Ich hau sie in die Fresse. Ja. Erledigt ihn! Hast du noch ein MP? Ja. So, ich bin im Lift. Gefällt mir nicht. Easy. Jo. Musst nur ein paar Polizisten auf die Fresse hauen. Ein, zwei Bullen. Schwein. Ja. Sind sowieso korrupt. Wahrscheinlich. Den Informationen der Liste zufolge ist der Kopf der ganzen Sache ein Feuer. Ehemaliger Oberst des russischen Militärnachrichtendienstes namens Baikov. Wir vermuten, dass hochrangige Offiziere der russischen Armee zu seiner Gruppe gehören, was bedeuten würde, dass nichts im Waffenarsenal der Föderation vor ihrem Zugriff sicher ist. Baikov wurde auf den letzten Drücker in eine Delegation aufgenommen, die nach Aserbaidschan reist, um während der Siegesfeiern die neue russische Botschaft zu eröffnen. Wir gehen davon aus, dass Baikov den Besuch als Deckmantel für ein größeres Waffengeschäft nutzen will. Archer, Kestrel, Sie werden in die Botschaft eindringen und Informationen über Baikovs Aktivitäten sammeln. Wir müssen die gestohlenen Gefechtsköpfe unter allen Umständen finden, bevor es zu spät ist. Alles klar, Chef. Ist leichter als das. Wir schießen uns einmal durch. Jo, finde ich auch. Der Außenbereich und der öffentliche Teil des Botschaftsgeländes werden von Aserbaidschanern bewacht. Diese Leute sind nicht ihr Ziel. Haben wir uns verstanden? Schießt man uns halt auch nicht durch. Sowohl Russland als auch die USA würden ihr Gesicht verlieren, falls etwas schief läuft. Wieso machen sie es uns noch schwerer, als es sowieso schon ist? Es kann sein, dass Baikov ihre Botschaft für illegale Waffengeschäfte benutzt. Ein Oberst des Nachrichtendienstes wie Baikov hat Zutritt zu den Hochsicherheitsbereichen der Botschaften. Da werden die Vorsicht! Ich glaube, wir sind auch geflogen. Fängt gut an! Ja, wer wurde entdeckt? Natürlich der Amerikaner. Ja, wir sind leise. Natürlich der Amerikaner. So, wir machen die Russentaktik, komm. Die Russentaktik. Dann bewachen wir hier also ein fast leeres Gebäude, während die anderen alle feiern? Hör auf zu jammern, ich bin schon seit heute Morgen 5 Uhr hier. Ich müsste längst zu Hause und total besoffen sein. Hängst du hier? Hängen? Ach verdammt, jetzt ist eine weggegangen. Sonst hätte man beide runterziehen können. Okay, an den kommen wir jetzt ganz schlecht irgendwie. Wie haben wir in die Brust schießen? Oh. Ah, hat geklappt. Der macht ein Päuschen. Ja. So würde ich hier auch stehen. Typische Wachen. Ja. Hoffentlich verdient er nicht zu viel, wenn er die ganze Zeit nur Pausen macht. Ja, das sind die Steuergelder. So. So. Schnell hier hoch. Aber das war knapp, ey. Das war echt knapp.
Die sind ein bisschen aufgeschreckt jetzt. Ja. Du bist tot. Archer, Kestrel. Man hat sie entdeckt. Du wurdest entdeckt? Nee. Du wurdest entdeckt. Der hat auf dich gezielt von oben. Doch. Über dir, der hat zu dir geguckt. Auf dich wurde geschossen, nicht auf mich. Auf mich wurde nicht geschossen. Auf mich auch nicht. Der von oben. Alter, links über dir stand einer. Der hat gerade runtergeguckt, als du den einen. Als du ihn ausgenockt hast. Alter. Dann bewachen wir hier also ein fast leeres Gebäude, während die anderen alle feiern? Hör auf zu jammern. Ich bin schon seit heute Morgen 5 Uhr hier. Ich musste längst zu Hause und total besoffen sein. Okay. Die sind tot. Nein, sie sind K.O. Naja, kommt drauf an, wie sie aufgekommen sind, oder? Ich glaube nicht so gut, weil direkt unter uns ein Geländer war. Und eine Treppe. Auch sonst geht's ihm bestimmt gut. Okay, dann gehen wir diesmal einen anderen Weg als Darlings. Hey. Der da oben, so wie der jetzt steht, hat auch eben runtergeguckt. So. Hast du eine schallgedämpfte Waffe? Ja. Okay. Die kriegen es trotzdem mit, wenn du irgendwas kaputt schießt. Okay. Oh, das war knapp. Da noch die Treppen hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier vorbei stealthen kann. Oh, könnte er mal hier runterklettern? So. Mann, geh wieder weg! Ich will da hoch. Geht erst weg, aber es kommt ein anderer. Toll, ey. Was denn? Ohne Spaß. Meine Was denn? Sie wurden entdeckt. Da du den runtergezogen hast, haben die nach oben geguckt und da stand ich halt zufällig. Ey. Steh doch nicht im Licht. Ich stand nicht im Licht. Ich musste ihn töten, sonst wäre ich nicht zu dir gekommen. Ich hab's auch geschafft, ohne ihn zu töten. Ja, schlimm genug, dass du den nicht getötet hast. Er musste halt nicht sterben. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Mann, wollt ihr nicht wieder quatschen hier? Scheiß Spaß. Siehst du, jetzt willst du die hier doch auch töten. Ich will sie K.O. schlagen. Das ist dasselbe. Das ist doch nicht so hoch, wie 10 Meter tiefer. Ach komm. Weißt du, die ganze Zeit ruhig, nichts passiert. Der hat seine Position verlassen. Ja. Der nicht. Also ich musste nicht einen angreifen, ne? Ich kam da ganz locker hoch, wäre jetzt rüber gegangen, weißt du? Ganz weit oben gewesen, drinnen in dem Gebäude. Und du? Ich lass mal hier los, die machen Alarm schlagen. Es macht auch mehr Sinn, sie umzulegen. Ich sag's dir. Das sind aber Aserbaidschaner, die können doch nichts dafür. Es ist mir scheißegal, ja. Wenn sie aus... Wir haben aufhören, sie nicht zu töten. Ja, wir töten sie ja nicht. Du anscheinend schon. Nee. Ich werf sie hier runter, ja, was sonst? Ist dann jetzt bin ich schon wieder oben. Sicher, ohne jemanden anzugreifen. Ja, außer den unten natürlich, ne? Den verschweigst du. Hab ich ja nicht angegriffen. Nein, überhaupt nicht. Den hab ich, musste ich ausschalten, weil er sonst uns gesehen hätte. Weil du den anderen ja so brutal ausgeschalten hast. Der andere? Der war nicht brutal, den habe ich ganz locker runtergelassen. Ganz locker. Und ich hab nur bewusstlos geschlagen. Lauf doch mal los, ihr Affen. Ich möchte gerne da hoch. Du kommst an der Kamera nicht vorbei. Doch, kommst du. Nee. Kommst wenn du da kannst du an der Wand lang latschen. Ja, aber da stehen Leute. Bist du blind oder so? Die laufen ja eigentlich hier weg. Mhm. Dann mach gleich wieder eine Zigarettenpause und dann ist gut.
steht. Also die da macht, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Hm. Genau so war das vorhin, als du den unten da runtergeworfen hast. Hat der einen reingehauen hast, hat der oben dich gesehen. Ja. So ein Stock oder sowas, den du schmeißen kannst? Nein. Kann man nicht ein EMP machen? Nee, dann kriegen sie dich mit. Ja, sie wissen dann, dass jemand da ist, aber nicht wo. Ja. Ja, jetzt sind da zwei. Hätten wir sie unten ausgeschalten, wäre jetzt keiner hier. Doch, klar, der eine war da immer noch da. Nee. Hätte ich schon längst ausgeschalten. Alles niederpusten, einfach abknallen. Typisch Ross. Es geht nicht um abknallen. Es sind schon drei. Ja. Die sammeln sich jetzt hier. Kann ich einfach eine Granate reinschmeißen? Und jetzt ist es nur noch einer. Ja. Und der brauchst du dich auch nochmal wegbewegen. Jetzt ist es keiner. Das ist eine perfekte Chance, wenn die Kamera wieder weg ist. Und los. An die Wand. Und jetzt runter durch. Und safe. Also ich habe da gerade nochmal ein Warning gekriegt. Ach, da hat sich was eingebildet. Ja, siehst du, haben wir es auch geschafft. Ja, wir hätten es auch auf der anderen Methode viel schneller geschafft und viel leichter. Du hättest nur mal mitziehen müssen, anstelle irgendwie dich entdecken zu lassen die ganze Zeit. Ich hab mitgezogen. Nee, hast du nicht. Ja doch. Den einzigen, den du K.O. geschlagen hast, wirst du von oben entdeckt und gibst mir die Schuld, dass du entdeckt wirst. Wie wir uns weiter beschimpfen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschö, tschö. Tschüss.